Heute versucht man, die Leute zu veranlassen, sich gegen Grippe zu schützen, mit einem ähnlichen Motiv. Daraus können wir sehen, die Angst richtet sich vielfach gegen den Angstmacher selbst. Fassen wir also zusammen, die Angstmanipulation wirkt wie eine Explosion. Sie ist unberechenbar in ihrer Gewalt, in ihrem Ausmaß, sie ist unberechenbar in der Zielrichtung und sie richtet sich eben vielfach auch gegen den Angstmacher selbst. Die Angstmanipulation ist also im Grunde töricht, aber vor allem ist sie unverantwortlich. Ein beliebtes Anwendungsgebiet ist die Politik. Kriege sind durch Angst ausgelöst worden, aber vor allem auch hat man Wahlkämpfe damit zu bestreiten versucht. Wir gehen mal nicht in die Gegenwart. Die Vergangenheit bietet genug Stoff und man kann da auch sehr offen reden. Die Weimarer Zeit war gekennzeichnet dadurch, dass sich die Angst gegenseitig aufgeschaukelt hat. Und wohin das geführt hat, wissen wir alle. Das Merkwürdige ist nur, dass man aus der Geschichte eigentlich kaum lernt. Man manipuliert fleißig mit der Angst weiter. In der Schule, im Betrieb, so mancher Chef kommt sich vor wie ein Oberbefehlshaber. Ist ja heute ganz schön, so eine Kündigung ist ja fast so eine Art arbeitsrechtliche Hinrichtung. Und in der Politik, bitte schauen Sie selber mit offenen Augen zu, wo in der nächsten Zeit in den Wahlkämpfen die Angst eingesetzt wird. Was kann man dagegen tun? Wir haben unsere Stabile, die innere Abwehr, das Gegensteuern. Es ist sehr schwer, etwas dazu zu sagen. Die Angst geht in die Knochen. Das Entscheidende wäre, die Angstmacher anzuprangern. Das erfordert Mut. Also Angstmacher anprangern. Ein großer Mann hat einmal gesagt, Zivilcourage erfordert mehr Mut als Tapferkeit im Krieg.